Street Art ist ja oft vergänglich und die, die sie geschaffen haben, bleiben gerne im Hintergrund. Der Street Art-Künstler, der sich Akut nennt, hat das geändert und zeigt die Künstlerinnen und Künstler in Verbindung zu ihren Werken. Insights heißt die Ausstellung, zu sehen in einem ehemaligen Supermarkt der US-Armee in Heidelberg. Der Blick gesenkt, die Augen gar geschlossen. Der Künstler ist anwesend und verschwindet doch fast hinter seiner eigenen Kunst. 80 solcher Porträts zeigen weltweit renommierte Street-Art-Künstler, auch solche, die sonst das Rampenlicht meiden. Hinter ihrer Kunst verloren sie die Scheu. Ich habe mir die Künstler in einen dunklen Raum gesetzt und habe mit diesem kleinen Projektor deren Arbeiten ins Gesicht projiziert. Die tragen quasi auf der Haut, die ja quasi zeigt, wie man sein Leben führt, tragen sie die Ebene der Passion. Die Passion. Falk Lehmann alias Akut trägt sie in sich, ist selbst ein bekannter Streetart-Künstler. Die Kunst aus der Schmuddelecke, aus den Industriegebieten der Metropolen in den öffentlichen Raum zu holen, das ist sein Anliegen. Und die Künstler sichtbar zu machen. Nicht nur mit den Projektionen, sondern in einer neuen Serie auch mit gemalten Porträts. Die Kunstwerke, die ihm Street Artists zur Verfügung stellen, Akut nimmt sie und verwandelt sie. Malt das Porträt der Künstler über deren Kunst. Den Künstler vor die Wand stellen, das ist der gängige Weg, aber das ist nicht meiner. Ich bin Porträtmaler, also arbeite ich mit dem Gesicht. Weiß aber, dass die Arbeit des Künstlers wesentlich wichtiger als das Gesicht ist und habe versucht, das zusammenzubringen. Was Akut so entstehen lässt, ist Kunst über Kunst. Ein Verschmelzen der Künstler mit ihrem Werk. Und ist vielleicht auch der Aufbruch zu einem neuen Selbstbewusstsein der Street Artists. Mit offenen Augen. Mit glasklarem Blick.